Servus und hallo, ich begrüße euch. Wir haben wieder so einen eingekriegt ins Game und ich möchte euch heute mal sagen, let's go, Freunde. So, Freunde, es hat so ein kleines Update gegeben. Eben ist die Flare Gun eingekommen. Wird mal versucht, die zu finden und dann schauen wir mal weiter. Blitze sind eben eingekommen und diese Tornados. Wir werden uns das Ganze mal anschauen. Ich hoffe, dass wir es gleich finden. Und dann, Freunde, wir haben schon das erste Item. Da ist diese Flare Gun alias Leuchtpistole auf Deutsch gesagt. Und wie gesagt, die ist richtig geil. Die hat 6 Schuss. Man kann halt die Gegner scannen, wenn sie wisst, wo der Gegner ungefähr ist. Dann geht sie da hier, zum Beispiel jetzt dort, dann schießt sie die in die Luft. Und dann scannt er den Bereich ab. Und dann kann ich schauen, okay, wo ist er? Und dann habe ich den komplett abscannt und ich finde das richtig nice. Zwar wie bei der letzten Season das Scannen. Und dann kommen wir richtig coole Sachen machen. Wie gesagt, wir werden es gleich nochmal machen. Dann weiß man immer, wo der andere ist und ich finde es zwar ein bisschen OP, aber ich finde es nice. Es passt genau richtig kurz zu der Season irgendwie. Das ist richtig nice. Wie gesagt, man hat 6 Schuss. Wenn man die dann braucht hat, dann braucht man wieder andere. Das würde es geil finden, wenn man da Moon dazu kriegt hat. Aber gut, man muss mal die Kirche im Dorf lassen. So ist es eine geile Sache. Wir schauen uns jetzt nur die anderen Sachen an. Dann habt ihr es ungefähr gesehen, wie es funktioniert. Einfach in dem Bereich die schießen, wo man das scannen mag. Und von dem her richtig nice. Ja, jetzt merkt man es eh schon. Kommt es wieder runter. Ich weiß nicht, was passiert, Freunde. Richtig nass einfach. Man sieht es ja beim 3D-Audio, wie es das O-Zeug. Die Blitze so nice sein. Fortnite ist einfach geisteskrank mit solchen Sachen. Echt nice, gefällt mir. Schauen wir uns halt nur einfach nur den Sturm dann an, diesen Tornado. Wie das Ganze dann ausschaut. Ich hoffe, dass wir die vielleicht auch finden. So, Freunde, wie man sehen kann, ist der Tornado. Ich habe leider selber kein Gameplay. Ich habe es einfach mal von den Kollegen jetzt hergenommen, dass ihr das seht, weil ich habe jetzt, glaube ich, 2 Stunden nur rumgesucht zu einem Tornado. Ich verlinke unten das Video. Von ihm, da sieht man den Tornado, wie er abgeht und der zirkt dann hoch. Das ist richtig interessant. Ich habe jetzt ewig lang rumgearbeitet. Ich habe den jetzt nicht gefunden und ich wollte euch das unbedingt sagen. So schaut das Ganze aus, der zirkt alles hoch und von dem her, der nimmt halt dann alles mit, die Bäume, Lamas, Haie, alles nimmt er mit nach oben und von dem her, man kann mit dem Gleiter fliegen eben und dann sieht man das Ganze. Und wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, checkt nur die anderen Reviews aus, euch erkennt mich, ciao, danke, servus, pfiat euch.